Einen schönen guten Abend, meine lieben Studierenden, sehr geehrte Damen und Herren. Sie sehen heute die letzte Folge für die Vorlesung Reformationen und Revolutionen im Wintersemester 2020. Ich freue mich sehr, dass wir heute eine geteilte Sitzung haben werden, die ich vielleicht Ihnen ganz kurz begründe in der Zusammenstellung. Zunächst einmal habe ich mir vorgenommen, einen Schnelldurchlauf durch die Themen der Vorlesungen anzubieten und zum Zweiten mit Ihnen die Lieder zu analysieren und genauer anzuschauen, die Sie sich ausgewählt haben für die Beschreibung in der Vorlesung. Da das allerdings eine offene Reihe ist, würde ich ganz gern nach der Zusammenfassung heute den offiziellen Teil der Vorlesung beenden und mit Ihnen gemeinsam in Konferenz Ihre Lieder besprechen, gemeinsam analysieren und vielleicht noch die ein oder andere Anekdote mit einstreuen, warum Sie persönlich das Lied ausgewählt haben oder nicht. Und ich denke, das ist nichts für die große Bühne, das machen wir unter uns. Vielleicht ganz kurz, ich versuche mit einem Blick auf die Zeit, mich heute sehr zu beeilen und vor allen Dingen die Akzente noch einmal auf die zentralen Positionen zu setzen. Und würde ganz gern beginnen mit der theoretisch-methodischen Basis, die für die Vorlesung war, die Diskurslinguistik oder die germanistische Diskurslinguistik nach Foucault. Wenn wir uns diese Basis genauer anschauen, dann ist eine Setzung von Foucault zentral, nämlich die, dass die fundamentalen Codes einer Kultur, die ihre Sprache, ihre Wahrnehmungsschemata, ihren Austausch, ihre Techniken, ihre Werte, die Hierarchie ihrer Praktiken beherrschen, dass diese gleich zu Anfang für jeden Menschen die empirischen Ordnungen, mit denen er zu tun haben und in denen er sich wiederfinden wird, fixieren. Nach Die Ordnung der Dinge von Michel Foucault 1974. Warum setze ich das hier an den Anfang? Weil wir uns in der Vorlesung einen zentralen Gegenstand gesetzt haben, nämlich das Lied mit seiner Bedeutung für Reformationen und Revolutionen. Und diese Lieder typischerweise nicht zum Gegenstandsbereich einer eher am Text orientierten Linguistik gehören. Warum das so ist, habe ich im Verlauf der Vorlesung entwickelt. Jedenfalls haben wir es aber, wenn wir uns Lieder in diesen Kontexten anschauen, mit sehr komplexen semiotischen Systemen zu tun, in denen wir auch nachdenken müssen über Rituale und damit sind Praktiken adressiert. Wir müssen nachdenken über Machtverhältnisse, wir müssen nachdenken über gesellschaftliche Verhältnisse, wir müssen nachdenken über je spezifische Kulturen zu ihrer je spezifischen Zeit mit ihren je spezifischen Bedingungen. Und all dies fließt in die Interpretation von Liedern ein und deswegen brauchen wir diesen Startpunkt von Michel Foucault. Des Weiteren, ohne jetzt auf die Details einzugehen wollen, haben wir uns angeschaut, sein spezielles Interesse am Zusammenhang von Diskurs, Macht und Wissen. Und dieser Machtbegriff, den er in den Fokus stellt, hat sehr viel damit zu tun, dass man sich über Machtstrukturen bewusst wird und mit dem Bewusstsein über Machtstrukturen erstmals in der Lage ist, gegen diese Machtstrukturen zu rebellieren. Also das heißt, eine Rebellion zu starten und dann in der Lage ist, auch zu reformieren und zu revolutionieren. Und diese Zusammenhänge haben wir uns in der Vorlesung genauer angesehen. Im Zusammenhang mit dem Sprechen über spezifische Zustände in der ein oder anderen Gesellschaft ist das Argumentationsmodell von Wengeler, Thema der Vorlesung gewesen, der auf das Tomische Argumentationsmodell aufbaut und postuliert, dass Wiederholungen spezifischer Argumentationen zu Argumentationstopoi werden, die selbst nicht der Begründung bedürfen, wenn sie nur entsprechend häufig wiederholt werden und entrenched sind. Das haben wir bei bestimmten sprachlichen Mustern uns genauer angeschaut. Spielt natürlich auch eine Rolle in der Positionierung von bestimmten Diskursakteuren, entweder in einer spezifischen machtlosen, meist machtlosen Position und dem Anreden gegen die Mächtigen
Das ist eine zentrale Position, die man auch in der Analyse ausbeuten kann. Des Weiteren haben wir uns in der Vorlesung mit dem Diskursakteursrollenmodell auseinandergesetzt. Hier prototypische Diskursakteursrollen nach Markus Müller. Das Entscheidende allerdings ist nicht, dass jemand also als Entität eine Rolle, also ein Akteur ist, sondern dass er mit seinen sprachlichen Äußerungen, mit den Zuweisungen, die er selbst macht, gegenüber anderen und mit sprachlichen Zuweisungen, die auf ihn bezogen sind, eine bestimmte Diskursposition einnimmt und damit auch eine bestimmte Diskursakteursrolle im Diskurs, einnimmt und durchaus unterschiedliche Diskursrollen erfüllen kann. Des Weiteren haben wir uns ganz kurz nur mit der Forschung zur Multimodalität auseinandergesetzt. Hier noch einmal zur Erinnerung die Übersicht von Stöckel. Es ging hier im Wesentlichen darum, dass wir auditive und visuelle Kanäle bedienen, nämlich Sprache und Musik oder Klang, und dass wir das in der Analyse zu berücksichtigen haben. Das fiel uns schwer genug, aber wenigstens haben wir die Lieder gehört. Wenn wir noch einmal auf den Machtbegriff zurückkehren, hat damit auch ganz wesentlich zu tun der Zusammenhang des Forschungs oder der Forschungsgegenstand Sprache und Politik. Hier Werner Holly in seiner Arbeit über Sprachhandlung, Sprachmuster in Kersten Sven Roth in Politik und Gesellschaft, in der er zentrales Kommunikationsmedium, also das symbolisch generalisierte Kommunikationsmedium der Politik als das der Macht kennzeichnet. Und wenn wir uns im Kontext von Reformationen und Revolutionen Lieder anschauen, ist zu erwarten, dass wenn es um Auseinandersetzungen zwischen Mächtigen und Ohnmächtigen geht, der Machtbegriff immer eine zentrale Rolle spielt und schlussendlich das Kommunikationsmedium ist, das auch in den Liedern verhandelt wird. Nur ganz kurz der Zusammenhang von Sprache und Politik hier mit den unterschiedlichen Gegenständen, dem Kampf um Wörter als Politics, dem Polity, dem Lexikon und dem Handlungsfeld Policies, das in der Politolinguistik, in der sogenannten, beschrieben wird. Zentraler war für mich der Zugang über die Pars Orationis und damit die politische Rede zum politischen Lied. Wenn Sie die Beispiele sich in Erinnerung rufen, die in den exemplarischen Analysen eine Rolle spielten, werden Sie sofort die Peroratio als den Redeschluss in Erinnerung haben, in der es im Wesentlichen darum geht, dass man, wenn man über einen Beweis läuft, also das heißt eine Beschreibung der Situation, wie sie sich darstellt, dann einen sympathischen, affektiven Zugang zum Publikum, sie versuchen zu beeinflussen, also movere im Sinne dessen, was der Gegenstand jeweils erfordert, hier aus Cicero De Oratore, dann haben wir den persuasiven Charakter nicht nur der politischen Rede, sondern auch des politischen Liedes eingefangen, so wie wir es in den letzten Wochen beschrieben haben. Also die persuasive Kraft des Liedes spielt hier eine Rolle. Das Gleiche auch noch einmal im Bezug durch Klein, der die Grundmuster politischer Rede wie folgt darstellt. Also ebenfalls gibt es eine Situationsbeschreibung, Prinzipien oder Werte. Es gibt eine Situationsbewertung im Motivationstopos und Valuationstopos. Und schlussendlich im Finaltopos eine Zielorientierung. Und wenn Sie sich die Lieder zum Beispiel von Brecht und Eisler, also das Einheitsfrontlied oder das Solidaritätslied oder die Ballade vom Wasserrad in Erinnerung rufen, dann brauchen Sie nicht lang, um hier ein Lied entsprechend entlang der Grundmuster politischer Rede zu ordnen. Deswegen haben wir das am Anfang hier aufgeführt. Wenn wir noch einmal auf die Frage der Macht zurückkehrten, das war ja vorhin nur ganz kurz angeklungen als ein Kommunikationsmedium,
dass als ein symbolisch generalisiertes Kommunikationsmedium für die Politik, dann ist es so, dass die Diskursanalyse nach Foucault hier ebenfalls wiederum ein Zitat von ihm aus Analytik der Macht auf Handlungen blickt, als Handlungen, die auf Handlungen gerichtet sind und damit Handlungen ermöglichen oder einschränken, Freiräume gewähren oder sie verwehren. Und rechts sehen Sie die Hashtags, die wir während der ersten Wochen gesammelt haben, wenn wir auf die Frage geblickt haben, durch welche Haltungen zeichnen sich die Reformer und Revolutionäre aus, die wir uns exemplarisch immer zwischen der Vorlesung angesehen haben. Und ganz oben, das möchte ich nochmal explizit herausheben, ein Zitat aus Erich Mühsams Der Gefangene: Ich soll und muss, doch will ich nicht. Und diese rebellische Haltung des Diskursakteurs, also des Diskursakteurs, der sich gegen eine Machtposition stellt und sie erduldet, gleichzeitig damit aber das System anprangert und sich in eine Antagonistenrolle bewegt und dazu einlädt, mit ihm zu sympathisieren, ist ein genau solches Spiel, kommunikatives Spiel um Machtverhältnisse, wie wir es in den folgenden Liedern in dieser Vorlesung sehr, sehr häufig gesehen haben. Zu den Dispositiven der Macht sage ich jetzt insofern nicht viel, als mir es vor allen Dingen darauf ankam, dass wir uns nicht nur Sprache anschauen, sondern auch alle anderen kulturell relevanten heterogenen Ensemble, die Gesagtes und Ungesagtes beinhalten. Und das wird in der Frame-Semantik relevant, aber auch in der Auseinandersetzung mit der Ritualforschung und auch mit den Interaktionsräumen und so weiter und so fort. Zur Frame-Semantik nur ganz kurz: Das hatten wir benutzt, um uns mit der Idee auseinanderzusetzen, dass Bedeutung aus Gebrauch emergiert, ebenfalls so wie die Strukturen. Das heißt, wenn Sie sich Lieder einprägen, und als Kinder lernen Sie Lieder relativ gut, dass sie sehr, sehr schnell auch die Werte, Normen und Ideen einer Gemeinschaft aufnehmen und gegen die es dann zu rebellieren gilt oder die es zu reformieren gilt. Und gleichzeitig sind Lieder ein unglaublich guter Motor und ein unglaublich gutes Vehikel, um neue Ideenlehren zu transportieren und im kollektiven Wissen meinen, fühlen und sollen zu verankern. Deswegen möchte ich hier nochmal herausheben, besondere Aspekte der Perspektivierung. Das heißt, Sie können durch Sprache und Mittelssprache, wenn Sie sich an Klein zurückerinnern, Situationszusammenhänge auf eine spezifische Art und Weise beobachten und darstellen und dementsprechend evaluieren und dann einem Finaltopos zu geben, argumentativ. Und genauso gut eignen sich dafür natürlich in der Darstellung nicht nur Perspektivierungsmöglichkeiten, obwohl sie mit Metaphern perspektivieren, sondern dass sie mit Metaphern sehr eindrücklich spezifische Situationen plastisch vorstellbar machen, die sich dann auch gut erinnern lassen. Also denken Sie hier beispielsweise an die Ballade vom Wasserrad, die voll ist von Metaphern, entweder über das Gewässer oder über Tiere oder über andere Dinge. Wir hatten hier in der Interpretation zahlreiche Isotopieketten und Metaphernketten identifiziert. Dann hatten wir geschaut auf Being Captivity, also das Metaphorisierung und Perspektivierung sind die Grundlagen, sind Prämissen der kognitiven Linguistik und insofern auch Basis der Frame-Semantik. Wir hatten uns dann genauer angeschaut, Being in Captivity, im Rückgriff auf Erich Mühsams Der Gefangene. Ich zeige Ihnen hier nochmal ganz kurz den Frame-Eintrag, den müssen Sie jetzt nicht genauer anschauen. Und dann hatten wir so ein Schema aufgezeichnet, in dem es tatsächlich darum geht, dass zentral derjenige ist, der gefangen ist und die Location, also der Ort, an der dem jemand festgehalten wird. Weniger explizit wird im Frame Being in Captivity der Agent markiert, also der gehört nicht zu den Core-Elementen. Und das macht es natürlich in so einem Lied wie Der Gefangene von Erich Mühsam einfach über das Gefangensein zu sprechen, ohne den Agent zu benennen, der einen gefangen hält. Denn tatsächlich geht es in diesem Frame nicht um genau diese Entität und das schützt davor, ihn zu benennen, was Erich Mühsam
lebensbiografisch leider wenig geholfen hat. Daneben haben wir uns weitere Dinge angeschaut, Subordinates and Superiors, Subversion, Rebellion and Revolution und das an ganz unterschiedlichen Beispielen, die noch kommen werden. Rituale und Interaktionsräume als nächstes Großthema. Hier haben wir uns zunächst mit der Ritualidee auseinandersetzt. Hier geht es eben um etwas, das, wenn man im Kontext von Sprache und Politik denkt und im Kontext von kognitiver Linguistik sich bewegt, dass Rituale ein idealer Beschreibungsgegenstand sind, um eben zu zeigen, wie in bestimmten Handlungswiederholungen bestimmte spezifische Wahrnehmungsgegenstandsausschnitte immer wieder auf dieselbe Art präsentiert werden, wie Inklusions- und Exklusionsmechanismen werden, wie sekundäre Symbolsysteme ausgebaut werden. Auch rituelle Handlungen stellen meistens spezifische Gesellschaftsentwürfe aus, die normativ sein können. Sie sind Sinnbild für Machtverhältnisse und ebenfalls wie Lieder. Deswegen, wenn man in Ritualen noch Lieder singt oder Lieder selbst als Ritualisierungen begreift, ideale Vehikel für Ideenlernen. Das zweite, Interaktionsarchitekturen und Interaktionsräume, darauf gehe ich jetzt nicht ein, nochmal speziell, aber gehört ebenfalls in diesen Zusammenhang. Multimodalität, auch das noch ganz kurz zum Schluss, hatten wir vorhin schon angerissen, es ging uns hauptsächlich um Lieder im Kontext von Reformationen und Revolutionen und hier hatten wir uns spezifisch auseinandergesetzt mit der Forschung, der sehr schmalen Forschung zum politischen Lied, stellvertretend bei Simone Burrell, die dem Lied eine sehr funktionale Ausrichtung, also im politischen Lied eine sehr starke funktionale Ausrichtung attestiert, mit einem sehr klar konturierten Appell und einer sehr deutlich greifbaren Kontaktfunktion. Und damit hatten wir versucht, einige Lieder zu analysieren und stießen aber damit auch an die Grenzen. Denn grundsätzlich ist Liedern nicht nur eigen oder politischen Liedern nicht nur eigen, dass sie eine spezifische Funktion haben, die klar erkennbar ist mit einem klaren Appell, sondern sie haben natürlich auch immer eine eigene Ästhetik. Fangen wir mal ganz am Anfang an mit dem Zisterzienserstift Zwettl, ein Zungenbrecher vor dem Herrn. Mir ging es hier vor allen Dingen darum, um eine Idee, die man nicht vermuten würde, nämlich die, dass in den Benediktinerordnungen, also der Regula Benedicti, die ganze Woche des monastischen Lebens durch das Singen des Psalters gegliedert ist. Also wir reden hier von 150 Psalmen. Und die mit der Vorstellung verbunden sind, dass wenn jemand nicht diese Psalmen singt, er seinen Aufgaben wohl nicht gerecht werden kann. Und man setzt sie zur Erziehung und Aufrechterhaltung der Ordnung ein. Was allerdings das Revolutionäre daran ist, ist, dass damit eine Reformation der Kirche aus dem Innenraum heraus organisiert wird. Und diese monastische Reformation setzt sich dann später in anderen Reformationsideen fort, in denen wiederum das Psalter oder das Singen von Psalmen eine herausragende Rolle spielt. Und wir hatten uns im Kontext der Reformation Martin Luther seine frühen Psalmlieder angesehen. Hier der Psalm 130, ein Wallfahrtslied, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, das Luther umarbeitet im Kontext und in der Ideenlehre der Reformation mit den zentralen Sätzen Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura und Solus Christus in ein, zum Beispiel ein Psalmlied wie dieses, aus tiefer Not schrei ich zu dir, in der Erfurter Fassung von 1524, in den ich tatsächlich ihn an einzelnen Passagen und Textpassagen versucht habe nahezubringen, wie sich die Grundideen der Reformation in so einen Liedtext einschreiben, sodass sie kaum hörbar sind
und nur für diejenigen, die tatsächlich mit den zentralen Ideen der Reformation vertraut sind, greifbar werden. Also es steht bei deiner Macht allein, die Sünden zu vergeben, dass man eben nicht der Werkgerechtigkeit folgen soll, dass das Wort im Mittelpunkt steht und so weiter und so fort. Das Ganze und deswegen nochmal die Rückkehr zu den Interaktionsarchitekturen verfestigt sich symbolisch in zum Beispiel Kirchenräumen, das zentrale Merkmal hier, das Altarbild in der Wittenberger Stadtkirche mit dem eben gezeigten Bild Martin Luthers, also der auf den Gekreuzigten weist, in dem Mittelfeld des Altars. Als nächstes hatten wir uns in exemplarischen Analysen sehr unterschiedliche Phänomene angeschaut und ich bin immer noch froh darüber, dass ich mit Ihnen Weihnachtslieder ohne Weihnacht mir genauer anschauen konnte. Und zwar konkret aus der ehemaligen DDR, also sehr jungen Liedern, die zur Weihnacht gesungen werden, nicht die Weihnachten thematisieren oder das Weihnachtsereignis, sondern zur Weihnachtszeit gesungen werden. Sie stellten zentrale Begriffe in den Mittelpunkt, nämlich Frieden und Freude. Fangen wir zunächst erstmal mit dem Friedensbegriff an. Hier noch einmal an dieser, also wirklich gut getroffenen Fotografie. Je stärker der Sozialismus, desto sicherer der Frieden, der sich mit der Friedensideologie in diesem Land, in dieser Ideenlehre verbinden lässt, nämlich dass der Frieden zu bewahren ist und dementsprechend gut geschützt sein muss. Und dass ein Frame, nämlich der Defending Frame, der hier zentral wird, nämlich dass es so etwas gibt, was schützenswert sei wie der Frieden, dass es so etwas gäbe wie die sozialistische Gemeinschaft, die den Frieden schützt, und zwar gegen die Aggression des Kapitalismus und des Imperialismus, so die offizielle Doktrin. Und das Ganze verbunden mit der Idee davon, dass man Kultur als Ersatzwährung konzeptualisierte, das heißt eine Kultur, die, dass man auf den kulturellen Wert und auf Ästhetik am Theater, am Film, in der Musik unglaublichen Wert legte und dass wir somit eine ganz eigenwillige Mischung haben, nämlich unglaublich qualitativ deutlich erkennbar hochwertige Lieder, die Frieden als den zentralen Begriff verarbeiten und daneben noch die Freude. Wir hatten uns dann ein Lieder des Albums Sind die Lichter angezündet genauer angesehen und stehen geblieben und darauf kam es mir schlussendlich an. Das Lied Sterne über stillen Straßen von Egon Günther. Wir haben alle Merkmale, die wir in den Liedern einzeln durchgesprochen haben, in diesem Lied nachweisen können. Es geht zunächst um die Freude, es geht um ein Leuchten und ein Licht. Und dann ganz eigenwilligerweise, also der Anklang auch an christliche Metaphorik, das hatte ich alles einzeln durchdekliniert, also das Wunderbare im Singen, das Feierliche, die tausend Herzen, aus denen der Ruf dringt und so weiter und so fort. Entscheidend war in der Analyse, dass die dritte Strophe auf diesem Album nicht eingesungen wird. Und das ist tatsächlich bemerkenswert, denn in der dritten Strophe wird klar, dass hier eine neue Ideenlehre besungen wird und nicht mehr die tradierte. Und ausgerechnet diese Strophe wird nicht mitpubliziert auf dem Album. Und den Slogan oder das Motto der Friedenspolitik der ehemaligen DDR sehen Sie in der Strophe 4.4 realisiert: Frieden, wir bewahren dich. Ja, kommen wir zum nächsten: Wacht auf, Verdammte dieser Erde. Hier stand das politische Lied im Mittelpunkt oder das Arbeiterlied, wenn man so will. Ich habe nicht geblickt auf die Lieder in der Rechten, das heißt das nationalsozialistische Lied. Vielleicht ganz kurz an dieser Stelle würde ich das gerne noch einmal nachholen. Warum ich das nicht gemacht habe, habe vor allen Dingen einen Grund. Ich spiele nicht in der Vorlesung das Horst-Wessel-Lied aus. Das mache ich nicht.
Auch wenn es aus einer Beobachterperspektive nachvollziehbar wäre, dass man das macht. Aber ich möchte dem Ganzen keine Bühne bieten. Ich habe es auch als Text nicht integriert. Es gab schon Vorlesungen, in denen ich das gemacht habe. Und vor allen Dingen die Liederpraxis in der ehemaligen Jugend, in der Jugendorganisation der Nationalsozialisten, also in der Hitlerjugend und im Bund Deutscher Mädchen, dass hier vor allen Dingen ein Frame angezettelt wird oder ein Frame genutzt wird, der unter Religious Belief läuft, in der sich Adolf Hitler und Ferdinand von Schirach als in religiöse Metaphorik einkleiden und sich als Führer eines religiösen Kultes stilisieren. Und in diesem Kult wird gesungen. Dafür war jetzt in der Vorlesung leider kein Platz mehr. Aber es gibt keinen Grund, das an dieser Stelle nicht zu nennen, weil es natürlich zu dem politischen Lied in dieser Zeit gehört. Bemerkenswert allerdings, dass neben der politischen Idee es so etwas gibt wie eine Einrahmung durch andere Frames, nämlich den Religious Belief Frame. Und während dann das Horst-Wessel-Lied alles andere als ja, sowas wie eine religiöse Ästhetik an den Tag legt. Gut, kommen wir aber erstmal zu den Liedern, die wir hier genauer besprochen haben. Zunächst erstmal handelt es sich ganz klassischerweise um Lieder, die Burell mit dem Begriff des politischen Liedes gut fassen kann. Hier nochmal, es hat politische Stoßkraft, es hat eine klarere Strophen-Refrain-Struktur. Es gibt im Wesentlichen dient es der Erzeugung eines Gruppengeistes und der ideologischen Affirmation, alles nach Hinderer und Metzler. Und man will damit ein Maximum an Rezipienten erreichen. Es geht also vor allen Dingen um die Appellfunktion und die Kontaktfunktion in diesen Liedern. Wir haben uns dann genauer angeschaut, Frames wie Subordinates and Superiors und da wiederum als Beispiel Vorwärts und nicht vergessen. Also das Solidaritäts- und das Einheitsfrontlied haben wir uns von Brecht und Eisler hier genauer angesehen. In der Probeklausur stand die Ballade vom Wasserrad von Brecht und Eisler im Mittelpunkt. Und auch in diesem Kontext haben wir die Internationale genauer beschrieben, obwohl es mir hier vor allen Dingen darum ging, zu zeigen, dass es Lieder gibt, die inkludieren, die auf den inkludierenden Effekt setzen eines solchen Liedes. Und hier an diesem Lied sieht man idealerweise, welche Situationsbestimmungen es gibt, welche Evaluationen vorgenommen werden und auf welchen Finaltoppers das Lied zuläuft, um noch einmal an die Grundmuster der politischen Rede nach Klein zu erinnern, die sogar dafür sorgt, dass man in der letzten Strophe einen abweichenden Refrain realisiert, der überraschend an die mit der vormaligen Struktur bricht. Danach habe ich mir angesehen, Alles muss klein beginnen von Gerhard Schöne. Und um zu zeigen, dass mit der Definition des politischen Liedes, so wie wir sie bei Burell gefasst haben, an solchen Liedern nicht sehr viel weiterkommen. Alles muss klein beginnen ist ein Mitmachlied, das im Wesentlichen seine politische Dimension versteckt, wenn man mal von der letzten Strophe absieht und dem letzten Refrain. Und auch hier haben wir wieder den Effekt, ähnlich jetzt gerade wie bei den schon besprochenen Liedern, dem Einheitsfrontlied und dem Solidaritätslied, dass am Schluss des Liedes mit einem besonderen Kniff noch einmal eine neue Struktur auch gesanglich und melodisch eingebaut wird, in der besondere Passagen wiederholt werden oder in denen Texte minimal verändert werden. So auch hier. Denn der Refrain setzt zwei Verse später ein als erwartbar und damit ist diese Stelle besonders markiert. Und hier wird textlich auf eine Besonderheit einzugehen sein, nämlich viele kleine schwache Stimmen mit mir ein und dann wird erst der Refrain gesungen. Das hat einen ähnlich inkludierenden Charakter wie das Einheitsfront oder das Solidaritätslied, obwohl es natürlich in einem ganz anderen Kontext entstanden ist, von Gerhard Schöne 1989. Ebenfalls angesehen habe ich mir dann von Ihnen mit dem Gesicht zum Volke.
Ein Lied von 1989, das besonders durch seine Sozialsymbolik auffällt. Also wir hatten uns hier den speziellen Friedensbegriff von Schöne genauer angeschaut, nämlich dem Frieden ohne Waffen, also der offiziellen Ideenlehre der DDR diametral gegenüberstand. Also der Friede muss bewaffnet sein, also um ihn zu bewahren. Und Frieden schaffen ohne Waffen, das wäre das Konzept, das dem entgegenstand. Wir haben uns dann genauer das Lied mit dem Gesicht zum Volke angesehen, auch hier die politische Dimension genauer beleuchtet und uns, wenn man so will, dann ganz zum Schluss der Vorlesung auf den Slogan Wir sind das Volk und zwar in seiner Bedeutung für die friedliche Revolution 1989-90 zubewegt und durch die Adaptation der neuen Rechten ab 2014. Es ist mir noch einmal wichtig zu betonen, dass in der friedlichen Revolution, die heißt ja nicht umsonst so, 1989 zwei zentrale Begriffe oder zwei drei zentrale Begriffe im Mittelpunkt standen, nämlich auf der einen Seite mit Pazifisten wie Schöne der nicht bewaffnete Friede, also die friedliche Auseinandersetzung, zu der in der Auffassung der Revolutionäre 89-90 der Dialog gehörte als ein zentrales Mittel des sozialen oder des friedlichen Widerstandes. Mit dem Slogan Wir sind das Volk kann man, glaube ich, nicht deutlicher ausdrücken, dass man eine eigene Zustandszuweisung und eine Situationsdefinition vornimmt, die gänzlich ohne Appell daherkommt. Und dieser Appell bleibt wie vieles in der friedlichen Revolution implizit und bricht sich nach und nach faktisch Bahn. Und an diesem Beispiel kann man sehr gut erkennen, wie die politische Dimension in der ehemaligen DDR funktionierte, das heißt, wie mit welchen Mitteln gearbeitet wurde. Und wenn ich noch einmal zurückblende auf Schöne mit dem Gesicht zum Volke, dann verbinden sich hier folgende Dimensionen. Die Lieder, die er gemacht hat, haben wie die Weihnachtslieder zu Weihnacht eine besondere Ästhetik. Sie sind musikalisch gut gemacht, sie sind textlich gut gemacht und sie sprechen nicht auf der primären Ebene politische Probleme an. Das heißt, sie sind im Gegenteil das, was Klein in den Grundmustern der politischen Rede ausformuliert hat. Also suchen Sie hier mal einen Situationstopos, der sich auf die Gesellschaft in der ehemaligen DDR bezieht. Den werden Sie explizit nicht sehen, denn es geht um Nicaragua. Das Zweite ist, es wurden Evaluationstopos nur ganz minimal angedeutet und zwar in der dritten Strophe. Nur ich verstand nicht allzu viel, mir reichte, was ich sah. Ich träumte nicht, ich saß dabei in Nicaragua. Das Ich nimmt hier keine Wertung vor. Also Sie wissen auf der Textoberfläche nicht, was es bedeutet, mir reichte, was ich sah. Ob das positiv oder negativ besetzt ist. Und das Ganze läuft auf einen Finaltopos zu, der, das haben wir schon an anderer Stelle gesehen, nur in der sekundären Illokution greifbar ist. Und zwar, hier ging es um den Export. Und was soll exportiert werden? Ich meine, mit dem Gesicht zum Volke, also das Format dieser hier besungenen Veranstaltung, das Veranstaltungsformat in Nicaragua, die auch den Namen trägt, mit dem Gesicht zum Volke. Es ist keine Aufforderung an, oder keine explizite Aufforderung an die politische Führung. Und all das führt dazu, dass diese Platte 1989 veröffentlicht wird in der ehemaligen DDR. Gut, an dieser Stelle mache ich Schluss. 35 Minuten, 30 Minuten hatte ich mir vorgenommen. Jetzt haben wir noch eine Stunde Zeit, um über Ihre Lieder zu sprechen. Für diejenigen, die jetzt nicht in der Live-Konferenz dabei sein können, vielleicht von dieser Stelle ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie der Vorlesung bis hierhin gefolgt sind. Ich hoffe, dass Sie einige Impulse zum Nachdenken bekommen haben, dass Sie gesehen haben, dass sich auch die Linguistik nicht so leicht tut, damit einen multimodalen Gegenstand wie das Lied und seine Performance zu beschreiben, dass wir aber unglaublich stark daran interessiert sind, genau das zu tun, denn
meiner Auffassung nach sind Lieder eine der wichtigsten Quellen, um Werte und Ideen von Gemeinschaften zu beschreiben und auch zu analysieren, an welchen Stellen Rebellionen und Reformationen besonderes Gewicht erlangen. Dafür waren zum Beispiel die Psalmen im Kloster oder Luthers Psalmchoräle oder Brecht Eisler oder Gerhard Schöne herausragende Beispiele in dieser Vorlesung. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Thema irgendwann noch einmal in eine zweite Runde gehen kann. Ich weiß noch nicht wann und ich weiß noch nicht wie. Ich wünsche Ihnen jetzt erstmal eine schöne vorlesungsfreie Zeit. Hier im Kanal hören wir uns wahrscheinlich erst im April wieder. Bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch, und bleiben Sie mir nur gesund. Das würde mich freuen.